Projekt heißt Gyros, Konzentrationstraining mittels Neurofeedback. Und wir haben uns überlegt, wir machen etwas in Richtung Brain-Computer-Interfaces, also die Steuerung von Software oder Geräten mithilfe des Gehirns. Deswegen haben wir eine Applikation entwickelt, die die Konzentrations- und Entspannungsfähigkeit trainieren soll. Unsere Applikation bietet 3 Übungen. Am Ende wird alles zusammen ausgewertet und der User erhält einen Überblick, wie gut er sich konzentrieren konnte, wie gut er sich entspannt hat. Durch unser Programm wollen wir halt zeigen, dass es möglich ist, das gezielte Konzentrieren bzw. Entspannen zu erlernen. Unser Projekt heißt AVIO, Autonomous Vehicle for Independent Operations oder Autonome Flugvehikel in alpinen Luftraum zur Lawinenopfersuche. Und es ist erstmal so, dass nicht der Mensch nach Lawinenopfer sucht, sondern eine Maschine. Also unsere Erfindung repräsentiert einen Quadrocopter. Das ist ein Flugvehikel mit 4 Propeller. Und eben dieses Flugvehikel sucht halt autonom nach Lawinenopfern. Solche Quadcopter sollen dann auf verschiedenen Hütten bzw. Liftstationen stationiert sein. Und sobald dann eine Lawine abgeht, sollen die dann gestartet werden, damit sie dann mit der Suche beginnen. Bei unserem Projekt ging es darum, neue Steuerungsmethoden für LED-Beleuchtung zu finden. Und nach einigen verschiedenen Ansätzen haben wir uns dafür entschieden, unser System in das Haus-WLAN zu integrieren und die Steuerung mittels Smartphone oder einem Tablet zu ermöglichen. Neben der ursprünglichen Idee, das Ganze für Raumbeleuchtung für Privatnutzer zu ermöglichen, haben wir auch, während wir das Projekt dann verwirklicht haben, sehr viele andere Gebiete gefunden, in denen das Ganze dann wirklich verwendet werden kann. Während man bei herkömmlichen Lichtsystemen mit einem Lichtschalter nur das Licht ein- oder ausschalten kann, kann man bei unserem System ganz leicht die Lichtfarbe, die Lichtintensität, die Lichtstreuung und die Position im Raum verändern. Mit unserem Projekt haben wir eine hocheffiziente und praxistaugliche Möglichkeit der digitalen Schaufensterwerbung geschaffen. Uns war es wichtig, Schaufensterwerbung, wie man es heutzutage kennt, zu revolutionieren. Wir wollten nämlich, dass Passanten interaktiv mit Schaufenstern agieren können und Werbung so komplett neu, also wirklich viel attraktiver erleben können. Unser Projekt kann eigentlich in jedem gewöhnlichen Schaufenster in einer Einkaufsstraße oder in einem Einkaufszentrum zum Einsatz kommen. Es ist schon ein fertiges, leistbares Industrieprodukt. Mein Projekt heißt Virtual Visit, ein virtueller 3D-Rundgang. Das Projekt ist entstanden, wie ich eine archäologische Ausgrabung besucht habe. Es waren eigentlich nur mehr Ruinen zu sehen und man hat sich eigentlich nichts darunter vorstellen können. Und ich wollte dann einfach ein Programm entwickeln, mit dem das dann wirklich virtualisiert werden kann und was ich das wirklich betrachten kann, was da einmal früher gestanden ist. Ziel ist es ja im Prinzip, die Realität mit der virtuellen Welt zu verknüpfen. Der Anwender trägt dann eine 3D-Brille, eine Cyberbrille, das ist eine Brille mit 2 Bildschirmen und bewegt sich über offenes Gelände. Dabei sieht er dann über diese 3D-Brille diese virtuelle Welt. Die Innovation in meinem Projekt ist eigentlich, dass man bestehende Technologien, die es eigentlich so schon gibt, zusammenfasst, damit eigentlich ein System entwickelt, das es so noch nicht gibt.